mein Handy aufpoppen mit dem Hinweis, hey, ich bin live. Da ist er. Das war der wichtige Klingelton. Ja, ich bin euer Mr. Venom 1974. Ich glaube, ihr hört, wie unglaublich fit ich bin. Nämlich nicht. Lag die ganze Woche flach, deswegen hatte ich noch nicht mal Bock, irgendwie Videos hier zu beschriften und hochzuladen. Und hast du nicht gesehen, weil hätte auch nichts gebracht. Also wahrscheinlich hätte nur Scheiße drin gestanden in der Beschreibung. Und das tue ich dann den Leuten auch nicht an, weil dann kommen dann so schöne Kommentare wie: Warum steht da nur Fragezeichen drin? Warum kommt das zur falschen Zeit? Ja, weil das System ganz pfiffig ist. Nämlich gar nicht. Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich bin einigermaßen wieder da. Also jetzt noch nicht großartig irgendwas erwarten. Ich sehe, da ist jetzt irgendjemand im Chat. Dann mache ich mal Folgendes. Dann öffne ich tatsächlich mal eben die Twitch-App. Und guck mal, wer da so höflich ist, einfach aufzutauchen. Ich finde schön, dieser Hinweis, es kann keine Verbindung zum Twitch-Stream aufgebaut werden. Es kann keine Verbindung zum Chat aufgebaut werden. Kann es sein, dass die App von Mal zu Mal besser wird? Man weiß es nicht. So, willkommen im Chat. Genau. Sagt mal Hallo. Ich wollte euch sowieso noch eine Sache, eine kleine Kleinigkeit zeigen. Abgesehen davon, wie gesagt, ich bin wieder da. Und das heißt, ihr kriegt also auch ab morgen auch wieder Videos. Die Schattennase ist da. Grüße. Ja, Schattennase. Wir müssen unbedingt auf jeden Fall die Holland, Belgien und sonstiges Tour machen. Aber wie du hörst, höre ich mich genauso an wie in Bochum auch. Also das hat sich in der Woche nicht verändert. Selbst nach einer Woche jetzt Auszeit und Montag geht ja dann auch wieder das schöne Arbeitsleben los. Ja, wollen wir mal gucken. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, das ist nicht vergessen und das will ich auch machen. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch, vielen Dank für die guten Besserungen, danke. Vor allen Dingen auch habe ich jetzt auch sozusagen, ich habe heute nochmal das Binarium besucht in Dortmund. Wie schon gesagt, Bilder dazu kriegt ihr. Video dazu kriegt ihr, aber nicht mehr heute und nicht mehr die nächsten Tage. Dazu brauche ich erstmal wieder eine Stimme. Das kann vielleicht der ein oder andere verstehen. Gut, der ein oder andere Zuschauer da draußen nicht, der schon rumnörgelt, wann geht's denn nicht mit Secret of Mana los? Das wäre ohne Stimme relativ doof gewesen, aber der ein oder andere verstand das irgendwie nicht zu verstehen. Ist egal, das ist nur für euch so als kleine Geschichte. Der ist wieder da, der doofe Venom. Ich habe aber jetzt trotzdem auch was mitgebracht und ist ganz lustig, welche Leute im Chat sind. Die können das vielleicht sogar erraten. Die sind ja sozusagen ein bisschen sehr retro-affin. Ja, ich war heute beim Museum, da habe ich noch mal ein bisschen, Tipps und Tricks und sonstiges und was sich noch mal für Videos lohnt, auch zu machen. Ja, Stimme ist total überbewertet. Das ist wohl wahr. Es gibt Leute, die das auch so sehen würden, ja. Ja, hol dich mal richtig. Du Scherzkeks, du weißt das am besten. Also ich glaube, wir sind da ganz andere Kaliber. Also ich glaube, uns musst du, glaube ich, erst wirklich erschießen, damit wir liegen bleiben. Böse gesprochen, wir sind so wie das Metal Gear Franchise. Auch wenn Scheiße da ist, wird's trotzdem gekauft. Boah, war der schlecht. Nein, Spaß beiseite. Ich wollte euch eigentlich jetzt nur eine Sache kurz zeigen. Ich habe ein bisschen Informationen eben vom Christian noch bekommen zu diesem System, was man gar nicht so vermutet und was gar nicht so auf der Hand liegt. Aber wieder, dazu werden wir was machen und dazu werden wir einen Abend machen. Und dann sind wir auch mit dem Abend durch, weil so viel Games gibt's für die Kiste nicht. Also das wird vielleicht was sein für den High Retro Game Lord und wenn er es nicht schon gemacht hat. Aber da sind nicht so viele Sachen ergiebig, weil das meiste sind dann auch böse Klons, wie das hier eben auch. Und das wollte ich euch aber trotzdem zeigen. Das ist jetzt sozusagen ein Bonusvideo, live. Und ich sag mal, der eine oder andere, ich meine, im Chat sind ja jetzt Leute, ihr könnt ja das System mal raten. Kommt man, glaube ich, nicht ganz so drauf. Guck mal, ob ich auch neu starten kann. Kann ich. So. Also das ist eine Galaxian-Variante. Soweit konntet ihr das schon lesen. Und wer auch lesen konnte, konnte auch schon den Hersteller sehen und hatte auch das Jahr gefunden. Gut, jetzt macht das die Sache vielleicht
doch ein bisschen relativ einfach, aber ja, jetzt, also den Level will ich aber noch schaffen, also so nicht. Das System war aber eigentlich nicht ausgelegt als, ja, wie soll man sagen, Videospielsystem, sondern das sollte eben schon so eine Art, auch wieder, Achtung, lachen Sie bitte jetzt, Lerncomputer werden. Ja, so wie wir es damals über den C64 auch alle erzählt haben. Und, ja, da gab es ein paar coole Sachen. Es gibt sogar, habe ich gesehen, gerade im Video, es gibt sogar eine Multicard dazu. Also, für Leute mit Complete Collections ist machbar. Witzigerweise die Module, da kommt man sogar noch relativ günstig ran, habe ich gesehen. Aber du kommst kaum an das System. Und ohne viel zu erzählen, das System wurde dann auch nur wieder verkauft in diesem schönen Mail-Order-System, was Amis hier gerne haben. Da muss ich auch noch mal was zu erzählen. Das heißt also, das hat der Verbreitung nicht unbedingt geholfen, um es nett zu machen. Aber wie ihr seht, das läuft stabil, ist ein modulares System, das kann ich schon mal weg sagen, also gehört definitiv zu Generation 2. Ist also keine Pong-Konsole mehr. Und ja, das war's eigentlich so als kleine Geschichte. Ich guck mal gerade, was die Leute im Chat schreiben. Ah, wer den Chat lesen kann, hat's schon. Ja, und dann werden wir definitiv mal, ich hoffe mal, dass ich mich diese Woche wieder vernünftig anhöre, dann würde ich dazu diese Woche mal eben kurz einen kleinen Abend machen im Stream, weil, wie gesagt, die 10, 12 Games, die sich lohnen, es gibt wirklich was, was sich auch lohnt. Es gibt nämlich einen, auch zum Beispiel einen richtig guten Pac-Man-Klon. Der ist gar nicht so Käse. Und noch ein anderes. Und es gibt so ein paar Smaps, die, glaube ich, das sind noch nicht mal Klone. Auf jeden Fall kannte ich die Spielideen nicht. Die sind gar nicht so schlecht. Die würde ich dann nämlich auch dementsprechend mal durchgehen. Und dann sind wir, was weiß ich, Stunde, zwei Stunden sind wir mit dem System durch. Dann kann ich das wieder von meiner Liste abhaken. Und dann ist das auch okay. Ihr seht jetzt, die Stimme geht jetzt langsam auch wieder weg. Das ist schön, ne? Das ist toll. Deswegen, wer da irgendwie der Meinung ist, warum macht der keine 4 oder 5 Stunden Streams? Weil der nicht bescheuert ist. Ganz einfach. Ja, ich danke die Leute, die dabei waren. Den Alpha danke ich, die Schattennase danke ich. Ich glaube, da war noch jemand, den ich jetzt vollkommen vergesse. Hasst mich. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Also wie gesagt, ab morgen kommen wieder ein paar Videos auf dem Kanal und alles andere kriegen wir Zug um Zug durch und glaubt mir, irgendwann in diesem Jahrtausend bin ich auch mal wieder irgendwann gesund. Gut. Stimmlich reicht ja, alles andere glaubt ihr mir sowieso nicht und dann gucken wir mal, was da ist. Ich bin euer Mr. Venom 1970, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.